Herzlich willkommen zu einem meiner Videos zum Thema Feng Shui und Astrologie. Und die Theorie besagt, dass die kosmische Energie um uns herum uns persönlich ganz wesentlich beeinflusst, sowohl individuell als auch kollektiv. Und dass wir entsprechend, wenn wir es wissen, auch reagieren können und uns schützen oder die Energie auch zu unserem Vorteil nutzen können. Und wenn der Wetterbericht Ihnen sagt, dass ein Unwetter droht und Sie haben noch Sachen auf dem Balkon oder Terrasse, die nicht wetterfest sind, dann werden Sie sich auch bemühen, das in Sicherheit zu bringen. Und so möchte ich Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie sich bei dem kosmischen Wetterbericht für den Dezember 2020 mit diesen Symbolen und mit diversen anderen Dingen schützen und die Energie vielleicht hoffentlich sogar zu Ihrem Vorteil wandeln können. Am Ende des Videos gibt es dann noch einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2021. Mein Name ist Andreas Schöning, einer der ersten, die in Deutschland von authentischen chinesischen Meistern in Feng Shui und chinesischer Astrologie ausgebildet wurden. Inzwischen bei vielen Großmeistern gelernt, seit über 20 Jahren praktische Erfahrung gesammelt als Berater. Und ich möchte aus diesem Erfahrungsschatz gerne einiges an Sie weitergeben und hoffe, dass es Ihnen nützlich ist. Im Rahmen dieses Videos werde ich Ihnen auch eine kleine Geschichte aus meiner Praxis erzählen, dass die Theorie, von der ich am Anfang gesprochen habe, sich doch ganz oft in der Praxis bestätigt. Und deswegen lohnt es sich, einfach mal auf die Theorie zu schauen, was sie Ihnen sagen und wie Sie darauf reagieren können. Schauen wir uns also an, was so speziell ist an diesem Dezember 2020. Und ich werde die folgenden Fragen beantworten, die üblicherweise gestellt werden: Warum, wo, was und wie. Wenn Sie mehr zu mir wissen möchten, schauen Sie doch gerne auf meiner Website gutesfengshui.de nach. Sie finden viele interessante Informationen als PDFs, die Sie sich herunterladen und konkret für Ihr eigenes Wohlbefinden umsetzen können. Warum? Warum ist dieser Dezember so speziell? Es kommen mehrere Dinge zusammen. Das eine, aus der westlichen Astrologie erwartet uns eine Konjunktion Jupiter-Saturn. Und wir haben schon die ganze Zeit jetzt, dieses ganze Jahr und seit letztem Jahr eigentlich, einen Tanz gehabt, wie es einige Astrologen nennen, der drei großen Planeten Jupiter, Saturn, Pluto. Im Moment, gerade wo ich das jetzt aufspreche, speziell Pluto und Jupiter. Und im Dezember dann Jupiter, Saturn. Und einige Astrologen bezeichnen es als Höhepunkt dieses Tanzes der Giganten. Und solche Konjunktionen haben immer die Tendenz dazu, dass alte Strukturen aufgebrochen werden, der Weg für Neues bereitet wird und meistens ist das dann nicht ganz schmerzfrei und mit Turbulenzen verbunden, auf die wir uns also speziell im Dezember einstellen können. Schauen wir auf das Feng Shui, dann sagen Spezialisten auch, dass das auch den Wechsel von der sogenannten Periode 8 zur Periode 9 endgültig triggert. Und dazu gibt es verschiedene Ansätze, wann dieser Wechsel stattgefunden hat oder stattfinden wird. Letzten Endes wird es eine Übergangsphase sein, in der wir uns jetzt mittendrin befinden. Und da werden auch viele Dinge neu sortiert. Und ich werde irgendwann einfach auch dazu mal ein spezielles Video online stellen. Hier nur der Hinweis, auch dieser Wechsel wird nicht ohne Schmerzen vonstatten gehen. Dann haben wir im Dezember die Doppelung des Jahrestieres des aktuellen Jahres. Wir sind im Moment in der Metallratte und im Dezember bekommen wir dazu die Erderatte. Die beiden verstehen sich wunderbar miteinander, werden sich also gegenseitig verstärken und die Ratte hat eine spezifische Eigenschaft. Ich zeige Ihnen nachher noch, wo ich mehr dazu in meinen PDFs geschrieben habe, nämlich sie symbolisiert auf der Ebene der Organe die Gallenblase, das heißt, sie tendiert dazu, klare Entscheidungen zu treffen. Sie tendiert aber auch dazu, sehr abrupt zu werden und sehr brutal zu werden, wenn etwas nicht so geht, wie sie es möchte. Also das, was wir teilweise in der Welt sehen, nämlich Streit, der dann auch schnell in Gewalt umschlägt, könnte durchaus im Dezember neuen Nachschub bekommen. Und last not least,
Es gibt in Feng Shui das System der sogenannten fliegenden Sterne, zu dem ich auch demnächst nochmal ein spezielles Video machen werde. Jedenfalls werden auch die fliegenden Sterne im Monat Dezember vom Jahr gedoppelt. Und darauf werde ich in diesem Video speziell eingehen. Ich habe hier unten auch den konkreten Zeitraum dazu geschrieben, weil es im Chinesischen ja nicht so ist mit der kalendarischen Fortschreibung wie in unserem westlichen Kalender. Und bei den fliegenden Sternen gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen, ob der chinesische Sonnen- oder der chinesische Mondkalender ausschlaggebend ist. Ich habe hier beide zusammengenommen zu dem maximalen Zeitraum, wo wir darauf achten sollten, vom 6. Dezember 2020 bis zum 13. Januar 2021. Ja, wo tun uns diese Sterne denn im Dezember besonders weh? Schauen wir uns eine Immobilie, Wohnung, Büro, Haus, was auch immer an. Norden ungefähr nach oben gerichtet, damit wir uns nicht lange gegenüber normalen Karten umorientieren müssen. Wenn Sie einen eigenen Plan haben, müssten Sie den dann halt entsprechend anpassen. Jedenfalls Norden oben, hier rechts der Osten. Und der Osten ist der Bereich, der uns besonders wehtut. Im System der fliegenden Sterne fliegt uns die 5 dort hinein. Und die 5 ist bekannt als Troublemaker. Das heißt, sie kann ganz viele verschiedene Probleme hervorrufen. Um diesen Problemen aus dem Wege zu gehen, sollte man insbesondere in dem Bereich, wo die 5 gerade ist, kein Bett haben, weil das den Schlaf und die Gesundheit beeinträchtigen könnte, dort sich längere Zeit aufzuhalten. Nun könnten Sie eventuell sagen, ich habe mein Bett im Osten und das ganze Jahr einfach gut geschlafen und es hat mir nicht wehgetan. Okay, dann reagieren Sie halt an der Stelle anders als die meisten Menschen, so wie es ja auch Menschen gibt, die trotz Kaffee abends noch gut schlafen können. Wunderbar für Sie. Aber wenn Sie schon das ganze Jahr eventuell Gesundheitsprobleme hatten oder schlecht geschlafen haben, im Dezember könnte sich das verschärfen. Überlegen Sie, ob Sie eine Möglichkeit haben, Ihr Bett in einen anderen Raum zu stellen oder zumindest im Schlafzimmer aus dem Bereich des Ostens rauszunehmen, um Ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun. Probieren Sie es aus und wenn es wirkt, wunderbar, dann haben Sie mit ganz einfachen Mitteln sich selber etwas Gutes getan. Das Zweite, was man vermeiden sollte, wenn die fliegende 5 dort zu Hause ist, dort Wasser zu installieren. Also auch einen Brunnen im Osten zu haben, war dieses ganze Jahr schon keine gute Idee. Und es ist insbesondere keine gute Idee im Dezember. Und wenn Sie noch nicht einen Brunnen installiert haben, dann bitte nicht in diesem angesprochenen Zeitraum im Osten installieren. Wenn Sie einen haben, dann drüber nachdenken, ob Sie ihn vielleicht aus dem Osten im Dezember wegtun möchten. Und damit bin ich bei einer kleinen Geschichte aus meiner Praxis. Zugegebenermaßen etwas extrem, aber sie kann Ihnen zeigen, dass es sich durchaus lohnt, auf diese kosmischen Energien zu achten. Und zwar geht es um die Praxis einer Kundin und das, was dort passiert ist, als die fliegende 5 eine vorhandene Energie verstärkt hat. Ich zeige Ihnen hier eine Aufnahme aus dem Wartezimmer dieser Praxis. Sorry, das Bild ist nicht sonderlich gut, aber wir erkennen, worauf es mir ankommt, nämlich hier einen ziemlich großen Brunnen in dieser Ecke und diese Wand in einer sehr dunkelroten Farbe gestrichen. Und trotz des Schutzes durch dieses Bild hier und dieses Mandala hier ist dann halt in diesem Raum Folgendes passiert. Die sogenannten fliegenden Sterne ändern sich halt jährlich und monatlich, aber sie sind auch für eine bestimmte Periode in ihren Räumlichkeiten vorhanden, abhängig davon, wie die Räume ausgerichtet sind und wann sie dort eingezogen sind. Und auch danach kann es Bereiche geben, wo eben Wasser ungünstig ist. Und ich habe diese Kundin schon bei Beginn der Beratung darauf hingewiesen, dass der Brunnen aus dieser Hinsicht nicht in einem guten Bereich steht. Aber dann war die Antwort, ich kann ihn dort nicht wegtun. Wissen Sie, mein Partner hat ihn mir geschenkt und das gäbe einen riesengroßen Streit, wenn ich seinen Brunnen dort wegtun würde. Also
mussten wir ihn dort lassen. So lange, bis dann eben die Energie verstärkt wurde. Die Monats 5 flog ebenfalls in diese Ecke. Und was ist passiert? Es gab einen Brand in dem Stockwerk unter dieser Praxis und der Rauch zog komplett in diesen Warteraum und hinterher musste der Raum komplett neu gestrichen werden und war eine Zeit lang quasi nicht zu benutzen, einfach durch den Geruch des Rauches. Und das hat dann die Kundin natürlich überzeugt, tatsächlich mal das Wasser dort an der Stelle zu entfernen. Der Kompromiss war dann, okay, brunnen lassen, aber ohne Wasser, damit es nicht so auffällt, wenn ihr Partner kommt. Die Wand umstreichen, denn die 5 gehört zur Erde und das Dunkelrot dieser Wand hat die Erde zusätzlich verstärkt. Und danach war zumindest dieses Problem behoben und es ging wieder besser voran. Nun, das war jetzt ein spezifisches Thema in dieser Praxis für diese Kundin. Und wir können uns aber auch anschauen, was grundsätzlich die 5 im Osten bedeutet, nämlich welche Themen sind betroffen. Und das sind jetzt Themen, die können Sie persönlich betreffen, aber auch uns alle kollektiv. Und es geht um das Thema Gesundheit. Und was stellen wir fest? Dieses Jahr 2020, Gesundheit. Wir haben es alle nicht vermeiden können. Das Thema Corona hat uns seit Monaten weltweit im Griff, wie immer wir dazu stehen. Aber wir sind in irgendeiner Form davon tangiert worden. Und es hat seinen Anfang genommen in China und es hat seinen Anfang genommen im Osten Chinas, in Wuhan. Und was habe ich gesagt? Osten ist das Thema der 5 in diesem Jahr. Und der erste Lockdown kam im März diesen Jahres und auch im März hatten wir eine Doppelung der 5 im Osten und so wird es auch wieder im Dezember sein. Und ich wäre bereit darauf zu wetten, dass wir den schlimmsten Lockdown noch vor uns haben. Alles, was bisher diskutiert wird, wird nicht reichen für das, was uns im Dezember dann leider ins Haus steht. Also am besten vorher darauf einstellen, dass es so sein könnte. Und was natürlich dann besonders in Mitleidenschaft gezogen wird, bisher schon, aber natürlich auch an Weihnachten, ist die Familie. Und ein ganz anderes Thema, was zum Osten gehört, ist die Tradition. Das heißt, alte Traditionen werden durch diese 5, durch die turbulente Energie der 5 aufgebrochen. Und das kann natürlich auch was Gutes haben, aber es ist natürlich auch meistens mit Schmerzen verbunden. Schauen wir uns noch etwas genauer an, was es für Sie persönlich bedeuten könnte und wie Sie damit umgehen können. Ich habe Ihnen eben gezeigt, wo in diesem Grundriss, in welchem Bereich die 5 ist, einfach den ganzen Grundriss in 9 gleiche Rechtecke eingeteilt. Jetzt schauen wir uns genauer die Himmelsrichtung an. Das ist der Sektor des Ostens und hier ist also auch die 5. Und das ist dann nochmal zusätzlich, wenn Sektor und der andere Bereich von vorhin nicht übereinstimmen, weil die Nordrichtung etwas schräger ist, auch der Bereich, der sich lohnt anzuschauen. Und insbesondere auch aus der Richtung Osten kommt diese Energie. Das heißt auch, wenn Ihre Hauptfensterfront nach Osten ist, dann werden Sie über die ganze Fensterfront diese schwierige Energie dieses ganze Jahr und insbesondere im Dezember haben. Und in irgendeiner Form können Sie versuchen, dann sich darauf einzustellen. Und ich zeige Ihnen gleich ein bisschen wie. Vor allen Dingen, wenn Sie eine Tür in diese Richtung haben, dann bekommt natürlich auch die Tür das ganze Jahr diese schwierige Energie ab. Das heißt, wenn Sie die Möglichkeit haben, durch eine andere Tür in Ihr Haus zu gehen, dann wäre es eine gute Idee, wenn es denn technisch möglich ist, in diesem Jahr die andere Tür zu benutzen und diese Tür nach Osten lieber zuzulassen. Wenn Sie an einem Platz sitzen, sei es Ihr bevorzugter Lieblingssessel zum Entspannen oder natürlich viel wichtiger Ihr Arbeitsplatz, und der ist auch nach Osten ausgerichtet, dann bekommt der natürlich auch diese Energie ab. Und wann immer Sie den Blick nach vorne richten, bekommen Sie diese Energie zu spüren. Und wenn Sie sich davor schützen wollen, einfachste Variante, drehen Sie Ihren Sitzplatz, drehen Sie Ihren Arbeitsplatz, um aus dieser Richtung herauszukommen.
Zusätzlich natürlich die Möglichkeit, sich vor dieser Energie mit Symbolen zu schützen. Hier mal aus verschiedenen Traditionen. Die Chinesen würden Glücksmünzen und rote Bänder verwenden. Die Christen würden vielleicht Engelsfiguren verwenden. Die Inder würden wahrscheinlich ein Om-Symbol nehmen. Und unabhängig von der Tradition kann man auch Schutzsteine nehmen. Hier ein schwarzer Turmalin. Und Sie können diese Symbole einfach ins Fenster hängen, auf die Fensterbank platzieren und sich dadurch schützen. Oder eine andere Variante. Ich habe mich für dieses Video explizit wegen des Themas für eine Kleidungsvariante schwarz-weiß entschieden, weil das zum Element Metall gehört. Und ich hatte schon gesagt, die 5 gehört zur Erde und um die Erde zu schwächen, können wir Metall einsetzen. Und ich habe mich dafür entschieden, jetzt ausnahmsweise mal auch als Mann eine Schutzkette umzulegen. In diesem Fall keine Turmalinkette, die natürlich auch eine Möglichkeit wäre, sondern eine energetisch aufgeladene Kette, die mir einer meiner spirituellen Lehrer mal persönlich geschenkt hat und die für mich auch deswegen ein Schutzsymbol ist. Und natürlich haben es Frauen an der Stelle leichter, mit Ketten zu arbeiten und auch schöne Ketten mit schönen Steinen zu nehmen, die dann gleichzeitig eine Schutzfunktion haben. Männer könnten im Zweifel natürlich die Kette immer noch unter dem Pullover tragen. Wenn Sie sich persönlich nicht auskennen, schauen Sie im Internet nach, schauen Sie in Büchern nach oder fragen Sie Personen Ihres Vertrauens oder in einem Geschäft in der Nähe nach Steinen, anderen Symbolen, die Sie zu Ihrem Schutz verwenden können. Und wie schon gesagt, ein Schutz ist auch einfach das Element Metall und die Ordnung gehört zum Element Metall. Und es lohnt sich also auch, diesen Bereich der 5 ganz besonders darauf zu untersuchen, wie gut ist Ihre Ordnung in diesem Bereich. Und meine persönliche Erfahrung ist, dort, wo die 5 ist, hat die Energie eine Tendenz dazu, uns zur Unordnung zu verleiten. Deswegen also auch ganz besonders darauf achten. Ja, und das Element Metall und die Ordnung sind natürlich die Tradition, das habe ich am Anfang schon gesagt. Und dann ist es immer auch persönlich eine Entscheidung wert, wollen wir Tradition bewahren oder wollen wir Tradition aufbrechen zugunsten von etwas Neuem. Das können Sie sich also auch selber überlegen. Und die Natur bietet uns das Beispiel, wir haben jeden Tag einen Sonnenaufgang im Osten. Also genau da, wo dieses Thema dieses Jahr für uns platziert ist. Und deswegen habe ich meine Jahresvorschau für dieses Jahr auch das Jahr der persönlichen Sonnenaufgänge genannt, denn es lässt sich in dieser Form durchaus auch nutzen. Und wenn Sie das möchten, dann natürlich den Arbeitsplatz jetzt nicht aus der Ostrichtung wegdrehen, sondern gezielt in die Richtung stellen, um mit dieser Energie Frieden zu schließen, Freundschaft zu schließen und zu schauen, was Neues für Sie passieren kann. Natürlich kann das dann durchaus auch erstmal zu sogenannten Verschlimmerungen führen, wie wir sie aus der Homöopathie kennen, bevor dann die Besserung eintreten kann. Und ich selber habe die Energie genutzt, Sie sehen es gerade, um mit Videos anzufangen, um mein Wissen an Sie weiterzugeben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie selber auch etwas finden, was Sie Neues tun können. Wenn Sie nachlesen wollen, was ich für das Jahr 2020 schon im Februar geschrieben habe, damals noch ohne Video, in meinem Ausdruck über die Empfehlung aus Astrologie und Feng Shui, den Sie sich im Internet unter gutes Feng Shui herunterladen können, können Sie das nachlesen und Sie werden vieles bestätigt finden, was ich damals vorhergesagt habe. Und vielleicht auch die eine oder andere zusätzliche Empfehlung zum Nachdenken für Sie jetzt für den Dezember. Und deswegen nochmal der Punkt, überlegen Sie sich, was Sie im Dezember 2020 für Ihr eigenes Wohlbefinden tun können. Und ich hatte Ihnen versprochen, einen kleinen Ausblick auf 2021. Die 5 wird in den Südosten fliegen. Das heißt, nächstes Jahr kein Bett, kein Wasser im Südosten. Und das kollektive Thema des nächsten Jahres wird der Reichtum sein.
und insbesondere natürlich die Finanzen betreffen. In einem weiteren Video werde ich Ihnen aus chinesischer Sicht sagen, wo Ihr persönlicher Reichtum vielleicht auch unabhängig vom Südosten ist und wie Sie deswegen trotzdem auch im nächsten Jahr etwas Gutes dafür tun können. Aber ich glaube, die Ökonomen werden bestätigen, das nächste Jahr wird finanziell, individuell und kollektiv ein schwieriges Jahr werden. Und deswegen lohnt es sich auch, jetzt noch etwas zu tun. Und ich verlinke Ihnen gleich noch ein spezielles Video, was ich aufgenommen habe, wie Sie noch in diesem Jahr etwas zur Förderung Ihres Reichtums tun können, um dann gut durch das nächste Jahr zu kommen. Mein Name ist Andreas Schöning, einer der langjährigsten Feng Shui-Berater in Deutschland. Und ich hoffe, dass diese Hinweise aus meiner Praxis, aus 20 Jahren Beratung und aus der Theorie von Feng Shui und Astrologie Ihnen weiterhelfen, um das Beste aus dieser schwierigen Zeit zu machen. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie doch bitte meinen YouTube-Kanal, damit Sie sofort erfahren, wenn weitere Videos online gehen. Und das wird in Zukunft regelmäßig der Fall sein. Und ich wünsche Ihnen auch viel Freude mit meinen weiteren Videos, die ich Ihnen hier verlinke. Und auf jeden Fall alles Gute für Sie.